Aller lieben Marie, diesen DSDS-Finalisten sieht Pietro vorn. In wenigen Stunden wird der neue Deutschland sucht den Superstar-Sieger gekürt. Die Finalisten Michael Trug, 26, Michael Rauscher, 20, Janina El Agoui, 30, und Maria Wegener, 16, werden zwei Songs performen, bevor die Zuschauer im Telefonvoting ihre Entscheidung fällen. Chefjuror Dieter Bohlen, 64, hat schon häufiger deutlich gemacht, dass die Junge sein Herz erobert hat. Er sieht sie am heutigen Abend sehr weit vorn. Pietro Lombardi, 25, gewann die Show 2011 und auch er hat einen klaren Favoriten. Also ich persönlich finde, dass alle vier sehr, sehr besonders sind, aber mein Gefühl, meine innere Stimmung sagt, dass das Rennen machen wird, verriet der Musiker gegenüber RTL. Damit schließt sich nicht nur der Meinung des Pop-Titanen an, auch die anderen Finalisten sehen das ähnlich, und rechnen ebenfalls mit Sieg. Für hat der Favoritenstatus der 16-Jährigen einen ganz bestimmten Grund, weil sie ein sehr besonderes Mädchen ist mit einer wundervollen Stimme. Deswegen glaube ich, dass es für die anderen sehr schwer werden könnte. Aber am Ende des Tages ist jeder ein Gewinner. Ob Pietro mit seiner Einschätzung recht behalten wird? Was meint ihr? Stimmt ab!